Hilfe kennt keine Grenzen. Im Katastrophenfall sitzen am Bodensee alle in einem Boot. Katastrophe auf dem Bodensee. Eine Personenfähre ist havariert und manövrierunfähig. Rauch steigt auf. Verletzte an Bord erfordern sofortiges Handeln. Zu Wasser und aus der Luft eilen alarmierte Rettungskräfte zur Unglücksstelle. In Panik sind Passagiere ins 13 Grad kalte Wasser gesprungen, während die übrigen an Bord auf Rettung warten. Schnellstmöglich gilt es für die Rettungskräfte, sich einen Überblick zu verschaffen und Menschenleben zu schützen. Ein Szenario der trinationalen Katastrophenschutzübung Terex 2012. Schwerpunkt am Bodensee, die Zusammenarbeit der zivilen und militärischen Katastrophenschutzkräfte Deutschlands und der Schweiz zu erproben. Die Erstversorgung der verletzten Passagiere an Bord gehört hierzu ebenso wie das Evakuieren des Fahrgastschiffes. Die Darsteller von DLRG und Bundeswehr machen es den Einsatzkräften bei dem simulierten Schiffsunfall nicht leicht. Dennoch, die Handgriffe auf dem Steg sitzen. Unterstützungskräfte betreuen die Opfer, bis die Sanitäter die Verletzten zur Sammelstelle bringen. Hier bietet sich den Medizinern eine Vielzahl von unterschiedlichen Verletzungsbildern. Die Ärzte entscheiden über die weitere medizinische Versorgung. Die Situation vor Ort fließt dabei in das große Lagebild im Landratsamt Konstanz ein. Die Bevölkerung vor Schaden zu bewahren, ist bei allen Überlegungen stets das übergeordnete Ziel. Am Tisch sitzen daher alle beteiligten Stellen des Verwaltungsstabes und entwickeln Lösungsmöglichkeiten für die Vielzahl an Problemen. Nicht nur ein Passagierschiff ist havariert, sondern ganze Straßen gesperrt. Treibholz gefährdet die Schifffahrt, Brunnen sind vom Netz genommen und Stromausfälle legen Teile der Stadt lahm. Beraten wird hier auch über den konsequenten Umgang mit Katastrophentouristen, die die Arbeit der Hilfskräfte behindern. Rund um die Uhr ist im Katastrophenfall das Lagezentrum des Landratsamtes besetzt. Hier laufen alle Fäden zusammen. Nur wenn die Mitarbeiter einen kompletten Überblick haben, können sie geeignete Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung treffen. Eine Lage, die an das Hochwasser von 1999 erinnert, bildet die Grundlage des Szenarios im Raum Konstanz. Schwere Niederschläge in Verbindung mit starker Schneeschmelze in den Alpen sorgen für Probleme. Hintergrund ist ganz einfach, hatten wir schon mal so einen Fall hier auf dem Bodensee, dass Gefährdung der Schifffahrt durch Treibgut entstanden ist. Und B haben wir auch noch das Problem, bei Brücken und Unterführungen kann sich das Material verkeilen und damit ebenfalls zu einer Gefährdung für die Schifffahrt kommen. Wir haben hier dazu eingesetzt verschiedenste Boote, einmal von der Schweizerischen Armee, wir haben Unterstützung durch das THW und durch die Bundeswehr. Ziel dabei ist es, mit den verschiedensten Booten diese Treibholzstämme entsprechend aufzusammeln, im Wasser zu sichern, an Land zu verbringen und dort mittels des Krans aus dem Wasser zu heben. Konzentriert holt das Bedienerteam eines Krans der Bundeswehr, der normalerweise Container verlädt, die Baumstämme an Land. Baumstamm für Baumstamm wird ans Ufer geschleppt, gesichert und auf den bereitstehenden Langholztransporter der Schweizer Armee gehoben. Währenddessen sind am havarierten Boot weitere Rettungskräfte von THW, Feuerwehr und der Schweizer Kantons- sowie Grenzpolizei eingetroffen. Sie unterstützen nach Kräften die Evakuierung der Fähre. Die Übung hat eindrucksvoll gezeigt, im Katastrophenfall ziehen die beteiligten Länder zivile und militärische Kräfte auch grenzübergreifend an einem Strang.